mein Geschäftspartner. Ach, Luen hat begonnen, uns ausgezeichnetes Ale zu schicken. Erfahrungsgemäß eine gefährliche Fracht. Ich sah noch nie eine Ale-Lieferung ihr Ziel erreichen, ohne dass ein, zwei Fässer verloren gingen. Meine Mannschaft kennt den Preis, wenn sich jemand am Lager bedient. Alles wird ankommen. Wir ernten Reichtümer und haben Ale, um zu feiern. Bist du zum Handeln aufgelegt? Fette Beute, weg hier! Dann schließen wir hier ab. Dann bis demnächst. Dann bis demnächst. Genug für heute? Leb wohl, Eivor. Huh?
Salzbeleckter Krieger, du lebst ja wohl schon eine Weile. Ich rufe dir, den Herrn des Meeres, schon so lange an, dass mir die Kehle vor Trauer blutet. Doch er schickt nur Fische und anderes, um mich zu erhalten. Und nun bist du gekommen. Warum beschwerst du dich so bei Njörd? Und was hat das mit mir zu tun? Ich zürnte den Göttern und ward für meine Überheblichkeit ins Meer gestoßen. Torgest hielt mich für tot und segelte ins Reich der Legenden. Der König Düflins? Der Torgest? Gib mich in Njörds kalte Umarmung. Ich kann mich nicht einfach den Wellen anvertrauen. Schenkst du mir einen ehrenvollen Tod? Heute Nacht schläfst du bei den Schlangen der See. Ich werde es dir nicht leicht machen. Diesen Tod muss ich mir verdienen. Ja. Dein Tod. Wer auch immer zuerst fällt. Ha! Du musst mich verteidigen. Ich war der stärkste Kämpfer Torgests. Ah, wie einst, als ich an der Seite Torgests kämpfte. Torgest dort. Mit seinem Lohn. Der Verlust des Steines wird sie nicht treffen. Manchmal müssen wir opfern, was uns lieb ist, um die zu schützen, die uns lieb sind. Die Vergangenheit begraben, die Zukunft erschaffen. Kira, ich bereue meine Taten. Ich habe dir Unrecht getan. Dir und den wahren Druiden von Irland. Dafür bitte ich um Vergebung. Ich werde meine voreilige Entscheidung zurücknehmen. Das Land, das du wünschst, ist in Sicherheit. Ich hoffe, das stimmt. Lebe wohl. Lebe wohl, Eivor. Wohin wirst du gehen? Wie fühlst du dich? Niedergeschlagen. Am Boden.
Aber ich werde überleben. Nur mein Stolz wird sich erholen müssen. Es war schwer, dich nicht zu töten. Wenn du es gewollt hättest, wäre das deine Gelegenheit gewesen. So weiß ich sicher, dass du mir wohlgesonnen bist. Trage Sorge, dass Siegfried lange regiert und du wirst mich nie zum Feind haben. Hast du mit den anderen Königen geredet? Deswegen bist du wohl hier. Ja, die Inquisition ist begraben. Der Hochkönig ist der König aller, die in seinem Land leben. Das hast du mir vor Augen geführt. Ich bereue nur, das nicht früher verstanden zu haben. Du willst eine sichere Zukunft für alle. Kira wäre glücklich über diesen Ausgang. Ich weiß, dass Englerland viel für dich bereithält, Eivor. Aber du bist in Irland jederzeit willkommen. Lebe wohl, Flan. Wir werden uns wiedersehen. Was denkst du, würde mein Vater von all dem halten? Barrett wollte sicherstellen, dass Düflin nach seinem Ableben auf eigenen Beinen stehen kann. Er konnte es nicht mehr vollbringen, aber er wäre stolz, dass du es geschafft hast. Deinen Dienst für meine Familie werde ich nie vergessen. Unsere Familie, Siegfried. Pass auf dich auf. Möge der Huger deines Vaters stets bei dir weilen. Und bei mir. Schnell von hier verschwinden. Unser Hochkönig wird sich freuen.
Großartig. Was die Verborgenen wohl dort verschlossen hielten.
verborgen in das Frankenland verließen. Leute sterben. Und Feiglinge, die sich in Schlamm und Blättern verstecken. Da war ein Brief in der Tasche. Hätte ihr gefolgt, hätte sie mich vielleicht besiegt. Und sein Kopf flog ihm geradezu vom Halse. Zugegeben, keine schöne Pflicht. Aha, es naht ein unwürdiger Herausforderer.
Deinem Kampfplatz fehlen die Zuschauer. Ach, Heide. Deine Augen trügen dich. Siehst du nicht? Meine Bewunderer mich umringen? Ich werde sie nicht enttäuschen. Zücke deine Waffe. Betritt meine Arena. Und erlebe deine Niederlage. Aha, nun entkommst du nicht mehr, Heide. Du stirbst in diesem Ring. Und was zuletzt erklingt, in deinen Ohren ist das Tosen meiner Gesellschaft hier. Denn Herbert von Lilbon nennt man mich. Und du bist bald Geschichte. Von Lilbon! Du warst ehrbar, doch dumm wie deine Schafe. Die Geschwister Lilbon, sie kämpften für die Ehre. Nun sind sie nicht mehr. Das sieht mehr nach einer Schenke, nach einem Versteck Aufständischer aus. Deine Zeit ist um.
unerwartetes Geschenk. Dann ist heute ein Tag zum Feiern. Eivor! Sind wir in Sicherheit? Es könnte viele Winter dauern, ehe Franken an der Küste Englands landen. Ich hörte, Paris sei gefallen. Das stimmt. Doch die Lage ist dorniger, als es scheint. Inwiefern? Ich habe den irren König Charles getötet. Odo, der Graf von Paris, will den Thron an sich reißen. Ist das gut für uns? Das wird sich zeigen. Aber Odo ist ein ehrbarer Mann und er muss sein Reich wieder aufbauen. Das klingt beruhigend. Außerdem ist Hoka Sinriks Tochter eine treue Verbündete. Sie ist jung. Und sie lernt schnell. Sie wird uns kein Unrecht tun. Vielleicht müssen Sie von all den Gefahren nichts wissen. Wir kamen mit Beute, Ehre und fränkischem Essen zurück. Ich kann die Krieger bitten, ihre Erzählungen darauf zu beschränken. Sie erzählen doch alles und noch mehr. Ich fürchte auch. Neue Stärke erfüllt verwitterte Hallen. Nun kann ich ruhen. Werkstatt eines Verrückten. Sehr beeindruckend. Wer stört meine Ruhe? Ich, Barvenutius, König der Briganten. Vom Wasser her kamen die Römer. Sie stolzierten in Röcken und Geschmeide herum. Mein Weib machte mit ihnen gemeinsame Sache. Sie verlockten sie mit Tuch und Gold. Sie hinterging Caratacus und gab ihn den Römern zum Geschenk.
Und dann verriet sie mich, meinen Rüstungsträger, nahm sie zum Geliebten. Also wendete ich mich gegen ihre römischen Gönner. Jahrelang hieb ich auf ihre Soldaten ein und nahm ihre Pferde aus. Dafür schlugen sie mir den Kopf. Dennoch habe ich ihn immer bei mir. Kommt langsam einiges zusammen. Als Dankeschön für meine Rettung. Wenn du darauf bestehst, das kann ich gebrauchen. Verdammter Trollzauber. Damit kann ich Fatemars Fluch schwächen.
Es gibt wenig, das ich nicht glauben würde. Sprich, solange ich dir zuhöre. Ich habe eine Krähe. Kraka. Beenden wir es! Welch keinen! Ausgezeichnet! Deine Zeit ist um, Ratte! Verdammter Scheiße! Ein wahrhaft glorreicher Kampf, das wirst du zugeben. Zeuge solch legendärer Schlachten zu sein, ist ein Erlebnis. Geht's dir gut? Harvey, geht's nicht gut? Ach, eine vorübergehende Schwäche. Nichts von Belang. Ich grüße dich. Bis zum nächsten Mal. Alles in Ordnung. Ich bin jetzt da. Und ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ruhig, alter Freund. Ich bin nun dein Hund. Was soll das denn? Ich platze doch auch nicht in Asgard herein und zerre dich aus deinem Haus. Also, bist du gar kein Fisch? Nein, und auch kein Feind. Ich war dabei, als du nach Jötunheim kamst und so viel Met trankst, dass andere daran gestorben wären. Ich sah, was du Suttung an jenem Tag angetan hast. Du hast ihn allein fast zu Brei geschlagen. Nur ein Dummkopf würde dich herausfordern.
Jedoch hast du mich besiegt, wie es sonst niemand vermochte. Und glaube mir, viele haben es versucht. Ich schätze, du willst diesen Schlüssel? Ja, und dass du dieses Gewässer verlässt. Das werde ich nicht. Ich wohne hier. Die Zwerge respektieren das nicht. Sie wollen mich töten, ebenso wie meine schuppigen Nachbarn. Das lasse ich nicht zu. Also halte ich sie auf, jedoch verletze ich nur ihren Stolz. Ich wage zu behaupten, du würdest deine Lande mit mehr Nachdruck verteidigen. Ja, das würde ich. Und ich verstehe dein Ansinnen, so seltsam es auch scheinen mag. Dann nimm diesen Preis und ich behalte den meinen. Das Leben als Fisch ist voller Wunder, die deine Vorstellungskraft übersteigen. Daher beschütze ich diese Gewässer, solange ich lebe. Wohlan. Dann hoffe ich mal, dass die Truhe all die Mühe wert ist. Dennoch werde ich diesen See und all seine Bewohner beschützen. Es ist mir Ehre und Vorrecht. Ich habe mir den abgelegenen See gesucht und dort drin geschlafen, als wäre ihr Land nicht überfallen worden. Ist es? Surz, nur ein winzig kleines Stückchen. Ach, das verstehe ich nicht. Stirb! Ich sollte zur Zuflucht und die Kunde meines Sieges verbreiten. Warum kehrst du zurück, Ältester?
Warum stellst du dich mir nicht, Königin der Entehrten? Oder besser noch, gib mir meinen Sohn zurück und ich lasse dich in Frieden. Ich kann totes Fleisch zu neuem Leben formen. Mit einem Flüstern rufe ich ein Heer herbei. Was lässt dich glauben, du hättest noch Macht über mich? Dass du deine wahre Gestalt nicht zeigst. Was fürchtest du? Was mich ängstigt, übersteigt deine Vorstellungskraft. Deine Angst hingegen ist unter den Toten wohlbekannt. Ich nehme an, dass du auch im Familienunternehmen tätig bist? Ah, wenn du ein ehrbares Angebot suchst. Ich ehre sie nicht. Ich bereichere mich. Ich bin mit meinen Brüdern verbunden, wie du mit deinem Grab. Würde dich ein Gefallen reizen? Das kommt darauf an. Was hast du im Angebot? Weise auf dem Weg an wertvolle Gegenstände gekommen. Und du sammelst sie? Ich verkaufe sie. Ich
Ich bin ein Gast. Selbstverständlich, sonst wärst du nicht hier. Die Frage ist, was du mir mitgebracht hast. Ich bin ein armer Gast, ohne Geschenk. Du bist neu hier, also lasse ich dir das durchgehen. Wer zum Schloss gelangt, ist üblicherweise auf dem Weg an wertvolle Gegenstände gekommen. Und du sammelst sie? Ich verkaufe sie. Hehl mag keine Staubfänger und ich werde für meine Mühen entlohnt. Kann ich dich vielleicht für etwas begeistern? Es wäre mir eine Ehre, deine Waren anzusehen. Mein Sohn! Ich wusste, dass dieser Plan scheitern musste. Es ist schwer, einem Asen die Erinnerung zu nehmen, ohne beide zu vernichten. Dann hast du mein Gedächtnis verfälscht. Wieso? Wieso vernebelst du meine Gedanken und schwächst meinen Willen? Ach, der Vorgang war kein völliger Misserfolg. Du weißt wirklich nicht mehr, dass dies Baldas Einfall war? Baldur würde mich nie so benutzen. Oh doch! Wenn es einem höheren Zweck diente. Es war sein Plan, die Ausführung überließ er mir. Ich musste nur versprechen, dich nicht zu töten. Aber warum solltest du ihm helfen? Was hättest du davon? Ist es so schwer zu glauben, dass eine, die so viel Tod gesehen hat, vom Licht angezogen wird? Das muss ich aus seinem Mund hören. Das lässt sich einrichten. Balder. Die Lage der Steine hat ihre Kraft erweckt. Ist es das, was den Trell niederstreckt? Los! Dieser Wolf scheint fast menschlich und so weiß. Ja! Lege deine Verwunderung ab, Reisender, und hilf mir, Kultisten zu töten. Ich lasse nicht zu, dass sie dir etwas tun, Systir! Nicht nochmal! Systir wird sich erholen, sobald ich sie vom Einfluss der Mondsteine entferne. Entfernen? Ich dachte, die Steine helfen ihr, dem Zauber zu widerstehen.
Nein, sie schwächen uns. Unsere wahre Gestalt ist der Wolf. Ich warte, bis du fort bist. Sie könnte verwirrt sein. Ach, verstehe. Es freut mich, dass Familienbande an so einem Ort bestehen können. Doch werde ich froh sein, ihn endlich hinter mir zu lassen. Nicht alles in diesen Landen ist so verdorben wie der Drache, der daran nagt. Einige hegen Hoffnung für die Wiedergeburt namens Ragnarök. Ich danke dir und verspreche, wenn du schwer verwundet bist, werden wir es wittern und dir zu Hilfe eilen. Unterhaltsame Ablenkung. Mittlerweile bist du nur noch lästig. Ich werde dir keine Ruhe lassen, bis ich wieder mit Baldur vereint bin. Wenn dem so ist, kannst du ihm in den Tod folgen. Es gibt ein Wort für jene, die immer wieder dasselbe tun, ungeachtet des Ergebnisses. Ja, entschlossen. Du kannst nicht das Land an sich bekämpfen. Selbst jetzt greifen Wurzeln nach dir, um den Fremdkörper abzustoßen. Ich erschuf diese Welt. Nur durch mich wurde sie wahr und niemand verwehrt mir den Zugang zu einem Teil davon. Du ließ deinen verfaulten Stumpf zurück. Ich machte einen grausigen Garten daraus. Nicht in dem Sinne, wie du es meinst. Ich bin ein kognitives Betriebssystem, das mit der Verwaltung dieses Verteidigungsknotens beauftragt wurde. Was ist das? Eine Art Waffe? Eher ein Werkzeug. Aber es wurde schon zur Verteidigung dieser Anlage eingesetzt. Als seine Legende wuchs, nannten die Leute es das lodernde Schwert und vergaßen seinen praktischeren Nutzen. Wie lange brauchten deine Leute, um diesen Ort zu errichten? Wir waren uns der Bedrohung mehrere Jahrhunderte lang bewusst. Das Projekt litt unter Verzögerungen und am Ende wurden wir selbst gefällig. Zum Glück haben wir diesen zeitlichen Überfluss nicht. Was muss ich tun? Zieh es aus dem Sockel. Sobald sie frei ist, wird die Klinge die Energie der Anlage aufnehmen und die Abschaltsequenz einleiten.
Wenn die Nornier mich hierher führten, muss ich mein Schicksal in die Hand nehmen. Nytrum, du bist ein höchst effizientes Werk der Ingenieurskunst. Ein höchst beeindruckendes Werkzeug, Geist. Das Feuer erlischt und mit ihm sein Schutzgeist. Komm etwas später wieder. Ich denke, ich bleibe doch noch etwas hier. Auf bald!